So, willkommen liebe Leute zu einem neuen Video. Das ist jetzt schon wieder der dritte Versuch. Irgendwie will das heute wieder alles nicht. Ich wollte nur mal kurz zeigen meine Bauvorschritte bei der Essen Blue Box SW1500 oder im Englischen SW1500. Der Seaboard System. Im Hintergrund seht ihr den Lokkasten. Das liegt auf dem Kopf, weil ich da LEDs gerade eingeklebt habe, weil die Lok ja an und für sich keine Beleuchtung in dem Sinne hatte. Habe ich das ein bisschen, zeige ich nochmal in einem anderen Video, wenn alles soweit fertig ist, weil der Kleber muss jetzt eben trocknen. Ist eigentlich ja auch nichts Weltbewegendes. Ich habe einfach eine Zylinder-LED genommen, wo ich den Zylinder abgeschnitten habe, dann kriegt man ja eigentlich nur so eine rechteckige oder viereckige LED. Und die habe ich stumpf vor die beiden Linsen geklebt und habe ich gerade ausprobiert mit 3 Volt. Hervorragendes Lichtergebnis. Also man muss das nicht immer alles kompliziert machen. Aber da soll es eigentlich gar nicht drüber gehen. Den Kollegen hier habe ich schon soweit fertig. ja, hatte ich ja gezeigt. Ich habe da einiges gefräst, was eigentlich gar nicht so großartig nötig gewesen wäre. Dies ist jetzt, ja, ihr werdet lachen, ein Pico-Motor. Pico mit I. Ne? Kann man das irgendwo noch sehen? Wahrscheinlich nicht. Ist auch egal. Es ist ein Pico-Motor. Der passt genau von der Länge her. Und jetzt könnt ihr auch sehen, deswegen musste der höher sitzen. Und ich habe das mit diesen 2 Komponenten Putty gemacht. Zeige ich gleich nochmal. Das ist wie ich. Geniales Zeug, kann ich nur anraten. Die Schwunggewichte waren an dem Motor drauf. Die Ansatzstücke habe ich mir so weit zurechtgedreht, dass sie genau in die Bohrung reinfielen. Und das habe ich mit Sekundenkleber einfach eingeklebt und hält hervorragend. Dann hier oben, das ist ein kleiner, ganz normaler, das war eigentlich ein ja, das ist ein reiner DCC-Decoder mit einem 8-Volt-Stecker gewesen. Da habe ich die Stecker oder den Stecker abgeschnitten und dann das Ganze hier fest eingelötet. Ja, da habe ich mir eine kleine Polystyrol. Was ist das kompliziert heute? Was ist denn los? Sprachzentrum, glaube ich, schon wieder im Urlaub. Eine Polystyrolplatte zurechtgeschnitten. Mit Verstärkungsstreben unten drunter geklebt. Habe ich so stumpf mit Montagekleber auf den Motor geklebt. Dann Bohrung eingebracht. Könnt ihr ja sehen, dass die Kabel von den... Oh Gott, der Fokus wieder. Die Kabel von den Drehgestellen da oben durchführen. Andere Seite eben. Ja, ich habe schon wieder am Hals. Ich habe mir schon wieder irgendwie eine Erkältung schon wieder... Es ist eine Katastrophe mit dem Wetter hier. Den einen Tag hat man 15 Grad plus und den nächsten Tag hat man wieder 2 Grad minus mit Regen. Irgendwie will mein Körper das nicht mehr. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Aber egal. Ja, hier könnt ihr sehen, die... Ich glaube, ich brauche mehr Licht. So. Die habe ich ja direkt angelötet, modifiziert, weil die gingen noch wesentlich höher, diese Metallstreifen, und waren dann umgebogen. Das habe ich alles modifiziert. Das mache ich bei den P2Ks auch oder diesen alten S-Hörn allgemein. Läuft auch oben drüber, alles verlötet, kennt ihr ja wohl. Dann haben wir hier so einen Mikroverbinder und den habe ich nicht aus Spaß da reingesetzt. Da kommen nachher die Kabel dran. Wer sich sowieso mit der Kabelbelegung auskennt, der weiß schon genau, weiß, gelb, blau. Dann wissen die meisten, was los ist und dass die Kabel später für die Beleuchtung sind. Oh, das ist schlimm, ey. Ich habe es wirklich wieder richtig tierisch im Hals heute. Ne? Aber ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch ist. Hier ist so fies, schneidender, kalter Wind. Das ist nicht normal. Man kann anziehen, was man will. Es ist kalt. Richtig bitterkalt. Egal. Ja, und soweit sind wir. Ich habe schon mal Probefahrt gemacht. Das Gerät läuft richtig gut.
Macht zwar so ganz kleine Geräusche, aber ich denke mal, das ist normal. Das kommt von diesen Drehgestellen mit diesen, wo haben wir hier so einen Radsatz? Moment, ich hatte hier gerade irgendwo einen. Ich kann den mal zeigen. Wer die Radsätze kennt, ne, das ist natürlich kein Hightech. Hier, ich kann das nochmal zeigen, wie die später aussehen. Ne, die fallen ja hier in diese Öffnung, in diese Metallplatten, da fallen die ja rein. Das ist natürlich alles nicht. Das ist kein Hightech. Ne? Das ist Technik von vor 30 Jahren oder sogar noch älter. Ne? Dass das ein bisschen Geräusche macht, ist klar wegen dem Spiel. Ne? Da sind die Drehgestelle heute wesentlich besser, wesentlich besser. Und ich bevorzuge ja sowieso die Drehgestelle. Habe ich noch eins hier, dass ich das zeigen kann? Nee. Ich bevorzuge ja die Drehgestelle, die Stromaufnahmen hier in der Seite im Drehgestell drin haben, wo die Achszapfen reinfallen. Das ist einfach ein viel besseres System. Das hat Atlas, Intermountain, SN Genesis. Eigentlich ist das der Standard geworden heute, so wie die Loks ausgerüstet sind. Wie gesagt, das ist ja auch eigentlich gehört so ein Ding eigentlich schon ins Museum, aber lassen wir das. Läuft sehr gut mit dem Decoder. Es ist ja natürlich auch eine kleine Rangierlok, die muss nicht schnell laufen. Da ist das Hauptaugenmerk, dass die im langsamen Bereich richtig gut läuft. Ja, ich habe, weiß nicht, hatte ich das in dem anderen Video gezeigt? Ich hatte schon einige Modifikationen an dem Lokgehäuse gemacht. Das hatte ich, glaube ich, gezeigt, ne? Für die Kopplerpockets, also für die Kupplungsschächte. Aber ich musste auch innen drin was wegschleifen von der Seite hier auf beiden Seiten, weil das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Der Motor hat hier natürlich so eine kleine Erhebung. Und da passte das, ja, das passte wohl drüber, aber das bog dann ein bisschen nach außen und sah dann ein bisschen bauchig aus. Das war natürlich nicht so schön, weil diese kleinen Öffnungen, die müssen hier in diese Rastnasen eingreifen. Und das tat das Ganze nicht so, wie es sollte. Ja, und da musste ich natürlich dann ein bisschen nachhelfen, ne? Aha, ich sehe gerade, da muss ich auch noch ein bisschen nachhelfen. Ja, so kleine Abstimmungsarbeiten muss ich hier noch dran machen, aber an und für sich mit dem Motor, muss ich ganz ehrlich sagen, läuft der kleine Kollege richtig gut. Und wenn das nachher mit der Beleuchtung auch alles so hinhaut, dann ja. Ich habe natürlich noch sehr viel Detailarbeit vor mir. Ich möchte das Ding eigentlich so auf den normalen Standard bringen. Das heißt, ich muss an der Lok, an dem Pilot vorne und hinten noch Cutlevers anbringen. Was muss ich noch? MU-Hoses muss ich noch anbringen, vorne und hinten. Die Kabine kriegt noch Sunshades und Scheibenwischer. Das muss auch dran. Das sind eigentlich so diese Standardsachen, finde ich, ne? Sonst sieht so ein Modell so kahl aus. Und ich glaube, wenn das alles dran ist, dann ist das Ding gar nicht mal so verkehrt. Und dann glaube ich, dass das ein schickes Ding wird. Oh ja, was ich auch noch machen muss, hier vorne, diese Verdickungen, die muss ich auch noch wegfräsen, weil da kommen Footbars rein. Ja, das haben die Loks. Die habe ich auch noch von Proto 2000. Und dafür muss das dann glatt sein. Da muss ich mal gucken, wie ich das realisiere. Dann, das sind alles so kleine Details. Und wenn das alles fertig ist, ich glaube, das wird ein ganz tolles, schniekes Ding. Und wie gesagt, ist natürlich dann auch ein Unikat, weil es so ein zweites Mal das Ding nicht geben wird. Mal ganz abgesehen davon, dass man diese Modelle sowieso ganz schwer bekommt. Von Essen kriegt man wohl SW 1500er, aber in Deutschland schwer. Ganz, ganz schwer ranzukommen. Da muss man sehr, sehr viel Glück haben, wenn man da irgendwo auf dem Gebrauchtmarkt mal so ein Typ Lok ersteigert oder ergattert oder wie auch immer. Selbst in den USA
Also da gucke ich ja viel und da kaufe ich ja auch viel, darf ich ruhig sagen. Werden diese SW1500 hoch gehandelt. Ja, die werden richtig teuer gehandelt. Und soweit ich weiß, jetzt könnt ihr mich gerne berichtigen, jetzt muss ich gut überlegen, ist glaube ich Essen mit der Ready-to-Roll und Broadway Limited, glaube ich, mit der SW1500. Das sind die einzigen beiden Hersteller, die mit dem Loktyp rausgekommen sind. Ja. Und das kann man auch sehen an den Drehgestellblenden, weil die anderen Typen haben dann wieder diesen, kann ich, was ich gerade gezeigt habe, die haben dann wieder diesen Blomberg-Typ Drehgestell. Ne? Das sind so kleine Unterschiede. Ja. Ja, und das ist schade, dass da auch gerade auf diesem Gebiet diese SW7, SW9, NW7, NW2, SW1 und wie sie alle heißen, diese ganzen kleinen Rangierloks. Ich finde, dass da sehr, sehr wenig auf dem Markt ist. Sehr wenig, da wird sehr wenig gemacht. Walters war ja mit ihrer Mainline-Serie da mal, die hat, glaube ich, welche rausgebracht, jetzt wieder. Oder bringt wieder welche raus, ich weiß das gar nicht. Da war ich ja auch natürlich wieder zu spät, habe wieder hinterm Netz gefischt. Die Dinger sind auch wohl gut, sind natürlich klar relativ simpel von den Details her, laufen aber sehr gut. Für meinen Geschmack werden die viel zu teuer verkauft, aber das ist eine andere Geschichte, das steht auf einem anderen Stück Papier. So eine SW1500 wollte ich eigentlich schon immer auch mal haben von Broadway Limited, aber schwer, ganz, ganz schwer ranzukommen. Vor Jahren waren sie, konnte man sich's aussuchen, aber da waren sie wahrscheinlich für einen uninteressant und heute, tja, dann hat man den Salat und bekommt einfach nichts mehr. Oder wenn, für richtig, richtig teures Geld, weil ihr wisst ja, der Modellbahnmarkt schläft nicht, Angebot und Nachfrage. Und wer das so ein bisschen verfolgt die letzter Zeit, die Preise sind einfach idiotisch. Die sind wirklich einfach idiotisch. Und daher gehe ich so weit, wie es geht. Ich habe natürlich auch klar Grenzen. Wenn man irgendwelche Modelle nicht bekommt, muss man wahrscheinlich ausweichen und auf irgendwelche anderen Sachen zurückgreifen. Aber deswegen kaufe ich immer gerne solche alten Möhren und baue die um. Und ja. Hab da ein Modell, was es so eigentlich ganz schwer zu kaufen gibt. Ja, es ist ein bisschen mit Arbeit verbunden. Preistechnisch, wo liege ich hier jetzt? Lasst mich mal groß, grob hier überlegen. Darf ich ruhig sagen, der hat ganz wenig gekostet. Der Motor hat auch relativ wenig gekostet. Wenn ich jetzt muss ich überlegen. Die Achsen hatte ich noch, die kann ich eigentlich nicht mitrechnen. Aber wenn man die Teile so alle kaufen müsste, so wie ich das jetzt gemacht habe, würde man mit der Lok jetzt noch nicht mal bei 100 Euro liegen. Ja, und dann hat man ein Modell, ich sag mal, was für 100 Euro digitalisiert, was auch wirklich gut läuft. Und ich denke mal, dass man dann in Preisregionen ist, die man sich noch gefallen lassen kann, sage ich jetzt mal so. Ne? Weil ich kann ja nicht in andermanns Portemonnaie reingucken, aber ich finde das im Moment, ja, es wird echt übertrieben, wie mit allem in unserem Land. Aber ich möchte jetzt nicht politisch werden, sonst gibt es wieder einen auf den Dez. Ne? Man darf ja alles sagen, außer die Wahrheit. So, in dem Sinne, einen schönen Tag noch und tschüss.